So, liebe Freunde, willkommen zurück zum Politik-Simulator 4. Ja, schneller als gedacht befinden wir uns wieder im Hauptmenü. Tja, die letzte Staffel war ja, naja, sagen wir mal, suboptimal. In Klammern sehr bescheiden, Klammer zu. Ja, wird Zeit für eine Staffel 3. Hoffentlich ist die ein bisschen länger. Und ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, ja, was kannst du jetzt machen? Wie gesagt, ich habe ja das eine oder andere, was mir so im Hinterkopf schwirrt, beziehungsweise was ich gern machen möchte. Zur Auswahl stand ein afrikanisches Land. Einfach da mal ein bisschen testen, ein bisschen gucken, wie kommen wir da zurecht. Immer noch die Türkei in die EU führen. Ich glaube, das ist eine ganz spannende Sache raus. Idealerweise aus der Opposition heraus. Ist natürlich die Frage, wie kommt man da zurecht, wenn dann die Regierung die Wahlen manipuliert, eventuell etc. etc. pp. Und dann gibt es noch ein drittes Projekt, was mich auch ungemein reizt. Und dafür habe ich mich jetzt auch entschieden. Denn ich bin euch noch was schuldig aus dem Vorgänger, aus dem Politik-Simulator 3. Da haben wir in der zweiten Staffel Griechenland angefangen zu regieren und haben das nie fertiggestellt. Wir wollten Griechenland aus der Schuldenkrise rausbringen, wollten schauen, ob wir es hinbekommen. Und irgendwie habe ich auch darauf Lust und habe mich entschieden, okay, wir machen Griechenland. Warum denn nicht? Wir lassen die Einstellung so, wie es ist. Fest, Euro, alles in der Mitte. Schwierigkeitsgrad lassen wir auch mal in der Mitte. Auch wenn, ja, das Spiel doch recht fordernd ist. Und gehen auf G wie Griechenland. Na, will er nicht. So, jetzt Griechenland. Ja, wir sehen es. Wachstum im Miese. Das wird eine richtige Herausforderung. Aber gut, warum nicht? Ich meine, wir wollen es ja sehen. Wir wollen ja schauen, dass wir vielleicht das Unmögliche schaffen. Vielleicht fliegen wir auch aus der EU raus. Vielleicht gehen wir auch raus. Mal schauen. Wir haben unser Parlament hier. Ganz knappe Mehrheit. Wir kennen es ja. Wobei bei diesem Spiel ja die Koalition irgendwie nicht so ganz funktioniert, beziehungsweise immer wenn ich regiere, ist meistens die Opposition für mich und meine eigene Partei gegen mich. Ich kann es mir nicht erklären, warum. Egal, wir nehmen hier diese linksgerichtete Partei. Ganz klar, wir gehen in die Regierung rein. Wie immer unser... Können wir vielleicht noch was anderes einfallen lassen, aber ist egal. Unser Pseudonym. Ja, kein besonderes Ziel. Szenario-Modus. Wir beginnen am 01.01.2016. Das sind auch diese ganzen Daten. Jetzt habe ich einen kleinen Frosch im Hals. Das gibt es ja nicht. Ja. Würde ich mal sagen. Wieder mal hier der Hinweis. Könnt ihr euch ja durchlesen, wenn ihr wollt. Dann lassen wir das Spiel laden. Dann kommt wie immer die Neujahrsansprache. Die lassen wir nochmal kurz durchlaufen. Und dann können wir dann auch direkt loslegen. Die erste Folge wird vielleicht ein bisschen kürzer. Erstmal alles anschauen. Erstmal die Neujahrsansprache. Meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, von ganzem Herzen sende ich Ihnen hiermit meine Glückwünsche für dieses neue Jahr voller Versprechen. Ich weiß, dass viele von Ihnen besorgt sind, ja sogar ängstlich angesichts der Herausforderungen, die uns bevorstehen. Doch seien Sie unbesorgt. Mit Hilfe der Regierung werden wir alle notwendigen Mittel zur Verfügung stellen, um diese Herausforderungen bewältigen zu können, sei es in der Wirtschaft, auf dem Arbeitsmarkt, im Bereich des Wachstums, der Bewahrung der Kaufkraft, der Armutsbekämpfung, selbstverständlich aber auch im Bereich der Sicherheit. Mit einem gnadenlosen Kampf gegen den Terrorismus, mit einer effizienten und unabhängigen Justiz und einer kohärenten Einwanderungspolitik. Und all dies, während wir unsere Freiheit und die grundlegendsten Rechte für alle garantieren. Ich denke da auch an all die kleinen Hände, die auf ihre Weise an der Leinwand der Nation arbeiten. Unsere Rentner, unsere Jugendlichen, unsere Lehrer, unsere Unternehmer, unsere Gewerkschaftler und nicht zu vergessen unsere Krankenschwestern, von denen ich weiß, dass sie mich heute Abend in ihrer Notfallpraxis hören.
Ich möchte noch einmal unsere Entschlossenheit hervorheben, auf internationaler Ebene eine Rolle einzunehmen, diplomatisch und sogar militärisch einzuschreiten, wenn das weltweite geostrategische Gleichgewicht und vor allen Dingen unsere Interessen bedroht werden. Zum Schluss möchte ich noch einmal auf die Wichtigkeit der Umweltschutzmaßnahmen hinweisen. Wir werden unsere Verantwortung übernehmen, um den Energiewandel zu schaffen und gegen die Erderwärmung und jegliche Art von Umweltverschmutzung anzukämpfen. Meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, mit Ihnen allen, den Bewohnern dieses Landes, jedoch auch den Bürgern der Welt, werden wir für kommende Generationen den Frieden, die Sicherheit, den Wohlstand und die Konservierung unseres schönen Planeten sicherstellen. Meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr. Gut, so viel dazu. Wir machen mal Pause. Schade, ich hätte eigentlich gedacht, dass jetzt ein bisschen eine andere Ansprache kommt. Oder habe ich vielleicht drauf gehofft, deswegen habe ich es laufen lassen. Können wir beim nächsten Mal dann wegklicken, bei der nächsten Staffel. Schade, hätte ich jetzt echt gedacht, dass da irgendwie was anderes kommt, was auf Griechenland mehr passt. Aber okay, was soll's, dann müssen wir durch. Okay, wie gesagt, erste Folge ist immer so ein bisschen, wo wir uns umschauen, wo wir mal gucken, wie ist der aktuelle Stand, wo können wir ansetzen. Das haben wir ja in Australien auch so gemacht. In Österreich war es nicht so. Da haben wir ja klare Ziele gehabt, da wollte man eine Diktatur errichten, sind gnadenlos gescheitert. Was soll's? Das Volk weiß halt nicht, was gut ist. Naja, wie auch immer. Gut, und jetzt, wie gesagt, Griechenland, die erste Folge, gucken, wie stehen wir da, was haben wir für Gesetze, wo können wir anpacken, was für Verträge haben wir. Wird, wie gesagt, ein bisschen langatmig vielleicht die ersten zwei, drei Folgen, aber dann müsst ihr durch. Das gehört zum Politik-Simulator dazu. Da habe ich auch ein bisschen aus Staffel 1 gelernt, dass wir da wirklich peu à peu durchgehen und vorgehen. Und nicht alles mit einem Schlag machen wollen. Ja, müsst ihr halt durch. Wie gesagt, das ist ein Spiel, was man nicht irgendwie nebenbei spielt, sondern man muss sich dann durch Statistiken wälzen. Zuerst die Schulden, ganz klar. Und da sehen wir mit einem Schlag schon nicht nur, woran es liegt, sondern auch die Zinsen an sich, also die Prozente. Das sind ja, na, da wollte ich eigentlich nicht draufklicken, fast so viele Prozente, wie damals uns Russland gegeben hatte, als Australien. Das ist echt nicht schön. Frankreich ist hier der größte Geber. Deutschland nur 29, okay. Okay, wo wir dann ansetzen werden, ist definitiv die Zinsen. Dass wir die drücken können. Das haben wir auch gelernt aus Staffel 1. Gut. Währung ist klar. Haben wir ja einen Euro. Die Besteuerung. Die Mehrwertsteuer ist klar. Neue Steuern. Okay. Ihr seht, wir haben hier weit weniger Auswahl wie in Australien. Das liegt daran, dass schon viele Steuern eingeführt wurden. Aber die Steuer auf Finanztransaktionen noch nicht. Okay, das ist eine interessante Sache. Okay, nee, lassen wir das mal sein. Okay, da können wir vielleicht auch die Steuer für Finanztransaktionen wieder einführen. Das bringt ja immer Geld in die Kasse. Gucken wir mal, ob das bei der Beliebtheit machbar ist oder nicht. Finanzen. So, hier gucken wir mal. Ich muss wieder meinen Kopf drehen. Moment. Kohle, Tourismus und Hotels, Treibstoff, Hoch- und Tiefbau, chemische Produkte, alles klar. Gut, das heißt, wir müssen viel uns auf Kohle verlassen. Hoch- und Tiefbau haben wir jetzt schon Erfahrung, wie das funktioniert. Tourismus können wir auch mit Sicherheit ein bisschen fördern. Gucken, dass wir hier vielleicht Wirtschaftsverträge abschließen können. Sogar müssen, klar. Und ich habe auch den Tipp bekommen, wenn wir die Wirtschaftsverträge abschließen wollen, nicht einfach so abschließen, sondern wir gehen über den Staatschef. Das heißt, wir laden den Staatschef ein und reden dann mit dem Staatschef. Gut, also den Punkt haben wir auch mal angeschaut. Industrie an sich. Verträge haben wir anscheinend gar keine. Gut, Landwirtschaft.
logischerweise dann auch keine Verträge. Gut, da können wir uns dann, wie gesagt, mal durchkämpfen. Service, Energie, Umwelt. Wetterdienst. Gut, vielleicht haben wir hier irgendwo ein paar Einsparungsmöglichkeiten. Ja, Klima werden wir uns vielleicht nicht unbedingt mit beschäftigen können bei der finanziellen Lage, das ist klar. Polizei. Steuerfahndungen. Okay. Politische Polizei. Maßnahmen gegen illegale Einwanderung. Das ist ja auch gerade ein heißes Thema, ne? Ich weiß nicht, inwieweit das hier umgesetzt ist. Müssen wir da mal schauen. Geheimdienst ist immer so eine Sache. Ihr kennt das ja inzwischen. Ich vermute mal, dass auch hier der Geheimdienst versagen wird. Aber vielleicht müssen wir das einfach ein bisschen... ein bisschen laufen lassen, die Ausbildung entsprechend hochschrauben. Kampf gegen den Terrorismus. Okay. Gut, das lassen wir erstmal. Wir haben mal ein paar V-Männer eingesetzt. Ich vermute mal, dass die V-Männer geschnappt werden. Was soll's? Gut, Bevölkerung. Wir gucken mal in die Statistik rein. Das ist hier ein Bildschirm, wo ich immer gern reinschaue. Weil wir hier sehen, die Bevölkerung unter der Armutsgrenze. Wobei ich finde, dass das inzwischen in Griechenland höher ist. Bin ich der Meinung. Die Lebenserwartung ist okay. Kindersterblichkeit okay. Geburtenrate im Prozent. Fruchtbarkeitsrate, okay, hier müssen wir dann auch eventuell ansetzen. Bevölkerungswachstum wächst zwar. Wahrscheinlich Immigration. Familien, okay. Da können wir uns dann mal später ein bisschen durchboxen. Wohnungswesen, Transport spielt jetzt nicht so eine Rolle. Soziale Sicherung. Gesundheit, Sozial, das ist eh unsere größere Posten, ihr seht's. 46,6% des Haushaltes macht hier Gesundheit und Soziales aus. Ja. Justiz nur 3%. Das heißt, wenn wir einsparen müssen, dann eher bei Gesundheit und Soziales. Hier haben wir das größte Potenzial anscheinend. Wobei ich jetzt hier nicht sehe, dass wir... Doch. Okay. Ihr seht, einen Stern weggemacht und wir sparen allein 600 Millionen. Also das heißt, wir haben hier wirklich einen riesengroßen Posten. Gut, Rettungsdienste macht nicht so viel aus. Mutterschaft wird sogar was sein, was wir eventuell fördern werden. Bekämpfung von Krankheiten und klar die Gesetzgebung. Das ist natürlich auch ein großer, großer Punkt, wo wir eventuell ran müssen. Je nachdem. Ja, Renteneintrittsalter und so weiter. Wird eventuell auch unliebsame Entscheidungen treffen. Gucken wir da mal rein. Bildung, Forschung, Kultur, Medien, Sport. Bildung ist, glaube ich, hier nicht so hoch. Boah, Schuldentilgung 8,2. Ja, 6%. Das ist was hier wie Studentenwohnung. Könnte man dann eventuell kürzen. Das macht nicht so viel Sinn. Beihilfen und Stipendien könnten wir eventuell auch kürzen. Also wir haben schon noch ein bisschen Kürzungspotenzial. Und hier wird es in erster Linie auch ums Kürzen gehen müssen. Neben der Wirtschaft stärken. Ansonsten, Wahlen haben wir noch ein bisschen Zeit. Sind erst wieder 2019. Politische Konföderation gegen die Welt. Nett ausgedrückt. Sorry, dass ich lache. Sehr nett ausgedrückt. Okay. Ansonsten, klar, EU wird ein Thema sein. Mit denen müssen wir uns beschäftigen. Und wir werden natürlich wieder was tun müssen, um hier unsere Beliebtheit zu steigern. Das heißt, wir werden mit Schlüsselfiguren reden müssen, etc. etc. pp. Ja, das ist so. Ich denke, wir haben die ersten Maßnahmen jetzt schon mal festgelegt. Also wir haben jetzt einen groben Überblick gemacht. Bei den Zinsen werden wir anpacken. Wir müssen die Zinsen drücken, ganz klar. Wir werden schauen, dass wir hier Einsparungen im Gesundheitswesen machen und
jede Wette, dass in den ersten Tagen dann auch wiederum die Meldung kommt, dass es hier irgendwo im Land Ausschreitungen gibt, weil ein Justizurteil die Menschen auf die Straßen treibt. Wie wir das in den Griff bekommen, müssen wir dann mal schauen. Das weiß ich noch nicht so genau. Die erste Folge jetzt ist ein bisschen kürzer. Habe ich extra kurz gehalten, da ich eigentlich gar keine Zeit hatte, hier aufzunehmen. Ich wollte euch allerdings jetzt nicht komplett ohne Politik-Simulator stehen lassen. Und ich weiß, dass einige den relativ gern schauen. Von daher jetzt sozusagen heute mal nur der Start ins Spiel. Und ja, ich nehme dann ab morgen früh, da habe ich ein bisschen Zeit, nehme ich dann ein paar Folgen wieder auf. Nochmal der Hinweis, seht es mir nach, wenn ihr mir Vorschläge gebt, kann ich es nicht unmittelbar umsetzen, auch wenn mit Sicherheit Vorschläge dabei sind, die gut sind, wo ich hier einige Sachen verbessern kann. Ich kann es nicht sofort umsetzen. Wie gesagt, ich nehme immer mindestens mal 3-4 Folgen am Stück auf. Und dann kann es halt ein paar Tage dauern, bis ich drauf eingehen kann, bis ich es umsetzen kann. Und deswegen nochmal der Hinweis. Trotz alledem möchte ich euch ermutigen, in die Kommentare zu schreiben, wenn ihr irgendwas seht, was hier nicht ganz klappt, oder Vorschläge habt, Ideen habt. Ja, haut es in die Kommentare. Ich versuche zeitnah drauf einzugehen. Und ja, dann würde ich sagen, nächste Folge geht's los. Wir arbeiten uns durch die Zinsen, arbeiten uns durch die Wirtschaft, werden erste Wirtschaftsverträge abschließen und gucken mal, dass wir hier Griechenland ein bisschen auf Reformationskurs bekommen. Und natürlich ganz kurz nochmal der letzte Blick. Okay, finde ich jetzt allerdings, dass wir hier einen ausgeglichenen Haushalt haben, fast. Ja gut, dann gucken wir mal, ob wir das so hinbekommen, dass wir Griechenland halt in ruhige Fahrwässer bekommen. Das ist, glaube ich, nicht ganz korrekt, weil eigentlich ist Griechenland immer noch relativ schlecht da. Aber gut, dann mal gucken. Also wir haben fast einen ausgeglichenen Haushalt. Wir werden, wie gesagt, noch ein bisschen was tun. Wir werden schauen, dass wir hier die Bürger auf unserer Seite bekommen, die Wirtschaft vor allen Dingen stärken und vor allen Dingen dann auch die Arbeitslosigkeit drücken und die Leute unter der Armutsgrenze wieder rausbekommen. Ja. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und dann hier nächste Folge starten wir mit Griechenland direkt durch. Macht's gut, bis morgen. Ciao, ciao.